Jetzt bin ich aber aus der Puste. Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Enshrouded. Wir machen hier weiter, indem wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar gehen wir jetzt einmal dort durch. Und ich habe gerade im Livestream den Hinweis bekommen, dass diese Lampe, die man hier herstellen kann, diese Lichtquelle, wo ich dachte, dass man die sich irgendwie an den Gürtel machen kann und nachts leuchtet und trotzdem was sieht beim Kämpfen, ist leider nur eine Lichtquelle für zu Hause. Also es ist nichts, was man mit sich rumtragen kann. Deswegen ist es jetzt so, wir haben jetzt Pfeil und Bogen. Wartet mal, da gab es doch einen extra Slot mit dem Pfeil und Bogen, ne? Hier oben, guck mal. Zack, mit Q. Mal gucken, wie das ging. War hier nicht irgendwo eine Ziege? Achso, die haben wahrscheinlich die Wölfe erledigt, die Bösen. Stimmt, hier gab es ja die Höhle. Wir gehen mal ganz kurz in die Höhle. Man will schon wieder völlig andere Dinge machen, als man eigentlich vorhatte. Und diese komische Honigwabe, die war da auch hier hinten. Die können wir jetzt mal runterschießen. Da ist er, guckt mal. Können wir gleich mal üben, mit Pfeil und Bogen umzugehen. Kritisch. Das ist geil, dass es da einen extra Slot gibt. Wenn ich jetzt den Bogen aus dem Inventar rausnehme, wartet mal ganz kurz, also hier aus der Schnellleiste, ist der trotzdem noch mit Q da? Ja. Geil. Ist hier gleich noch eine Bienenwabe. Wo war denn vorhin diese eine Wolfshöhle? Beziehungsweise, weiß nicht, ob das überhaupt eine Wolfshöhle ist. Der sieht aus wie Hulk Hogan. Ja, stimmt. Hulk Hogan. Hulk Hogan, großartiger Mann. Großartiger Wrestler. Oh, und diese Musik. Einfach wunderschön. Matze, das wäre doch auch mal was für dich. Obwohl, du hast, glaube ich, nicht mehr die Haare, ne? Aber den Bart könntest du dir so schneiden. Da ist der Wolf. Oh, der ist auf Aggro. Ja, ich wollte eigentlich gerade mal blocken. Wir probieren mal es mit dem Parieren. Komm, weil, hä? Warum greifst du nicht an, du Bruder? Dann kriegst du halt eine auf den Wanst. Kannst du heulen, wie du willst. Oh, dann müsste ja hier oben links die Höhle sein, ne? Die rücken halt kein Fleisch raus, diese Wölfe. Man braucht aber dieses Fleisch, das ist wichtig. Holt dein Boppen. Aua! Okay, dich habe ich nicht gesehen und der Ausweichknopf, der ist irgendwie... Der ist irgendwie Mist. Hier, das Fleisch. Das meinte ich. Das gute Buff-Food. Musik ist ein Träumchen, ne? The day before. Ach, da müssen wir wirklich nicht drüber reden. Was ist denn das? Holzscheide. Ach so. Ich dachte jetzt hier was Besonderes drin. Aber guckt mal, das sieht doch so aus, als wäre hier irgendwas Krasses. Nee, über das Spiel müssen wir wirklich nicht reden. Ich hätte es mir fast geholt an dem Sonntag. Oder wann auch immer das Release hatte. Ey, guck mal, hier ist da aber schon, als müsste man mal eine Bombe neu werfen, ne? Okay. Ist aber leider... Oh, geil, wie das nachblüht! Ist aber leider nichts drin. Ich habe mir da irgendwie ein bisschen mehr erhofft hier von dieser Höhle. Genau, ich hätte mir fast das Spiel geholt, weil ich fand es halt von Anfang an interessant. Mir hat ja schon vor Jahren ein ziemlich guter Kumpel von mir den Trailer geschickt. Und ich dachte, hey, das sieht ja geil aus. Dass es dann tatsächlich nur so ein Mist war, konnte ja keiner ahnen. Ich hätte es cool gefunden, wenn es wirklich so rausgekommen wäre, wie es der Trailer gezeigt hat. Mit der Spitzhacke hätte ich auch... Naja, jetzt habe ich die Bombe genommen. Auch okay. Aber stimmt, wir sollten dann
vielleicht doch schon mal Buffoot machen. Das Lagerfeuer hatte ich doch schon gebaut, ne? Passt mal auf, wo ist denn das? Hatte ich das vorhin weggepackt oder haben wir das gar nicht gebaut? Lass uns das mal schnell machen, da können wir uns nämlich Buffoot machen. Hab ich das hier reingeschmissen? Aus, ja, hier ist es. Vor lauter Dummheit. Kochen. So, dann machen wir uns dieses Wolfsfleisch zweimal. Platziere Nahrung in deiner Aktionsleiste, wähle sie aus und drücke linke Maustaste, um sie zu kochen. Hä? Ich muss warten, bis das Kochgeräusch vorbei ist, oder was? Ah, ja, verstehe. So, was ich allerdings ein bisschen komisch finde, ist, dass man das nur aus der Schnellleiste machen kann. Ja, ich fand es halt interessant, Matze, aber ja, wie gesagt, es ist in so einem Flop wurde. Und ja, keiner an. Okay, dann hauen wir uns jetzt mal Buffoot rein. Da kriegt man hier oben, seht ihr jetzt links, so einen zusätzlichen Gesundheitsbalken. Klamotte haben wir ja an. Wir brauchen jetzt Enderhaken. Oh, das meine ich. Dass man hier dieses. Jetzt habe ich schon wieder irgendeine Heilung genommen oder was? Ne, Wasser. Aber okay. Krieg mal Ausdauer. Was ist denn das hier für ein Wuschel? Komm mal her. Bleibst du stehen? Ein kleiner Gräbel. Ja, Fleisch. Wir lieben Fleisch. Ein erholsamer Schlaf. Endlich eine Pause von der mühseligen Arbeit. Meine Knochen schmerzen aber mit der Wärme eines Feuers, einem Unterschlupf und ein etwas Schlaf, sollte ich mich gut ausruhen können. Das Essen wird knapp. Ich habe gehört, dass sie eine Expedition planen. Zum Glück habe ich einige Rationen unter meinem Bett versteckt. Sie werden eine gute Mahlzeit abgeben, wenn sie über dem Feuer gekocht werden. So, da haben wir noch mehr Fleisch. Ah, hier hätte ich auch kochen können. Guckt mal. Ich gar kein eigenes Lagerfeuer gebraucht. Und ich will gerade mal schauen, den Unterschied zwischen den... Was ist hier der Rucksack nochmal? B. Also, der macht plus 1 Konstitution und das macht plus 2 Konstitution. Für 20 Minuten sogar. Ah, das ist ja geil. Also haben wir jetzt 20 Minuten lang diesen Buff-Bonus. Das ist gut. Das war in der Demo, glaube ich, kürzer. Hat man schon. Ich zerdreche jetzt ja mal hier nicht alle Faisan. Warte mal, hier hinten war ja auch noch was. Nur so teilweise. Nochmal Holzpfeil. Das ist gut. Pfeil und Bogen werden wir wahrscheinlich öfter nutzen. Die Aufnahme läuft, ja. Ja, ab in den Weinkeller. Naja, kommt immer bloß Holz raus und sowas. Eine Bandage. Le Bandage. Im Miasma. Komm mal her, Großer. Mach mal einen Angriff. Oh, okay. Versuch nochmal zu parieren. Ja, okay. Oder gab es Runen? Sturz ins Verderben. Wir blieben hoffnungsvoll, wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern. Immer mit einem wachsamen Auge gen Horizont. Selbst in diesen entlegensten Winkel der Welt droht das Miasma uns zu verschlingen und uns jede Hoffnung zu nehmen. Selbst als sich die Luft durch diesen verfluchten Nebel verdichtete, kämpften wir weiter, als die Brände am Horizont wüteten und Asche wie Schnee auf die Heuspitze fiel, hielten wir durch. Möge diese Heimat, letzte Wacht der Glut, uns in einen leuchtenden Zeitalter geleiten.
Aha. Sehr spannend. Aber wir brauchen ja eigentlich mal Metall. Beziehungsweise so eine Bäume. War ja nicht gerade noch so ein Gegner? Oder waren das diese Bäume? Wartet mal. Alter Verwalter, ich drück doch gerade hier in meinem Inventar rum, du Idiot. Mach oft mit deiner Aggressivität. Oh, ich habe gar keine Waffe ausgeholt. Aber das meine ich. Das ist doof mit diesem Zweitmenü. Okay, mit der Steuerung muss ich echt noch klarkommen. Das ist mir noch nicht. Aber das lernen wir alles im Laufe der Zeit. Ein paar Mal sterben, dann läuft der Laden. So, hier ist doch bestimmt einer drin. Oh, da ist eine Truhe. Guckt mal. Oh, wir brauchen einen Dietrich. Einen Dietrich haben wir noch nicht. Der Dietrich, der ist mal wieder liederlich. Können wir den herstellen? Achso, wir müssen dann unbedingt mal einen Charakter gucken. Wir hatten ja einen Update. Wie heißt Level Up? Ne, Dietrich sehe ich jetzt hier nicht. Schade. Müssen wir uns aber merken, dass wir hier einen benötigen. Hat man das Buch gelesen? Ne, auch noch nicht. Gibt viel zu lesen. Das Miasma zieht herauf. Ach, da kriegst du auch immer XP. Die Blauhäher schweben nicht mehr so sorglos durch die Luft wie sonst. Irgendetwas geht vor sich. Ein Nebel strömt auf uns zu. Er entspringt dem Abgrund wie eine Flutwelle. Sie nennen ihn das Miasma. Es bringt Krankheiten und Leid mit sich, verändert den Boden und die Menschen. Ich muss diesen Wahnsinn verstehen, aber es wird schwierig sein, ein Heilmittel zu finden, da die Soldaten die Versorgungswege abgeschnitten haben. Liebe Grüße, euer Balthasar. Achso, nee, ich habe keine Flasche Bier geholt, Matze, sondern eine Flasche Wein. Ich mache mir gleich ein schönes Weinchen auf. Das Spiel ist so gemütlich. Das Bier ist noch quasi vom Vorm-Stream. So, 2 Minuten 15 haben wir noch im Miasma. Und ich wollte die Axt probieren. Ob da aus diesem hier Miasma-Holz rauskommt. Aber da kommt nichts raus, ne? Das springt doch dann so ab. Ich versuche mal kurz aus dem Nebel wieder rauszukommen. Okay, haben wir gemacht. Ist ein Weißwein. Alles klar, Matze. Dann hab einen schönen Abend mit Frauchen. Und entspannt euch. Ist doch irgendwo eine Ziege, oder? Ich höre sie doch. Es finde ich aber geil, dass dieses Bufffood so lange anhält. Da ist die Ziege. Guckt mal, hier sind überall Ziegen. Achso, ein Glühwürmchen brauchen wir mal noch. Dass wir eine Heimbeleuchtung haben. Achso, ich kann das einfach so ernten. Ich dussel. Müssen wir dann mal später gucken, was Honig bringt. Beziehungsweise können wir jetzt gleich gucken. Im Inventar. Ausdauerregeneration plus 3. Kann ich denn mehrere für 3 Minuten? Kann ich denn mehrere Bufffoods zur gleichen Zeit nutzen? Wartet mal. Da oben ist was aufgeploppt. Wartet. Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt diesen Wasserbonus. Wir haben den Nahrungsbonus. Und wir haben schnelle Ausdauerregeneration. Le Regeneration.
Ah, hier sind nochmal Pfeile. Hier auch. Schrottpfeil und Feuersteinpfeil. Sonst noch irgendwas Schönes hier? Gebt mir Metallschrott, liebe Freunde. Da war nochmal so ein Hoppelhaas. Hier könnte ich jetzt schlafen. Aber müssen wir gerade nicht. Und wieder was zu lesen. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 6. Oh, da fehlen uns aber ein paar. Wir hatten noch vorhin erst Tag 1. Die Angreifer haben uns die letzten zwei Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Wir konnten uns bisher nur gerade so am Leben erhalten. Vielleicht überleben wir den nächsten Angriff nicht. Ich habe befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Wenn diese Plünderer zurückkehren, sind wir vorbereitet. Hauptmann, alright. Da war noch mal Garn. Irgendwo gab es doch hier Metall. War das nicht so? Oder auch nicht? So, da ging, glaube ich, der erste. Ah ja. Irgendein Buff ging jetzt weg. Und wieder was zu lesen, wer hätte es gedacht? Tagebuch des Hauptmanns, Tag 20. Wir sind hungrig. Wir mussten die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypta und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssten es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in diesen schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unseren sicheren Tod bedeuten. Okay. Aber ich will mal ganz kurz ins Charaktermenü schauen. Fähigkeiten. Hier blinkt's. Ah, ja, 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 ja. Wir haben zwei Punkte. Schleichangriff ist Blödsinn. Die Grunddauer für den Ausgeruht-Buff wird um 5 Minuten erhöht. Das ist eigentlich schon mal was Gutes. Holzobjekte, Bäume, das brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Also, dass die Axt mehr Schaden gegen Bäume macht, da hacke ich lieber zweimal mehr rein, bevor ich jetzt diesen Punkt verschwende. Gnadenloser Angriff. Führe einen gnadenlosen Angriff aus, indem du E gedrückt hältst. Genau das. Das ist sinnvoll. Also entweder erstmal, dass wir einen gut ausgeruht Bonus haben. Aber wir machen hier erstmal diesen krassen. Na, was ist das denn? Spezialangriff, nennen wir es mal so. Unser Schwert ist ja fast kaputt. Aber wir haben ja zur Not noch die zweite Axt. Die macht ja genauso viel Schaden. Jetzt holen wir uns aber erstmal dieses Holz. Ist nur die Frage, wieso wir hier kein Metall finden. So ein Miasma-Baum, wie sah der aus? Waren das die Dinger hier? Ja, da kommt irgendwas raus. Was ist das? Miasma-Flüssigkeit? Ne, aber nicht das Holz, ne? Da kommt nur diese Flüssigkeit raus. Mist. Gleich wieder verkackt. Bisher kann man noch nicht länger als 5 Minuten im Miasma bleiben. So, das war der Spezialangriff. Der zieht natürlich ordentlich ab, ne? Oh, da war irgendein Ring. Siegel des Wächterältesten. Charakter. Ring. Was macht der? +8 Ausdauer, +10 Lebens.
Punkte ausrüsten. Ja klar, den nehmen wir mit. Da kennen wir nichts. Diese Sandohrkapsel stellt eine verbleibende Zeit im Miasma wieder her. Also die aktivieren wir kurz bevor wir keine Miasma-Zeit mehr haben. Dann haben wir wieder 5 Minuten voll, ne? Aber dieses Miasma-Holz. Vielleicht diese Bäume dort? Ist hier sonst noch irgendwas eigentlich? Und wieso finde ich hier kein Metall? Ich versuche mal so einen Baum hier. Da. Oh nein. Falscher Knopf. Aber ich glaube, wir haben gerade Miasma-Holz gefunden, ne? Rock, grüße dich. Hi. Ja, das ist Miasma-Holz. Aber da brauchen wir wesentlich mehr. Ich muss die Taste umändern. Ich muss die Taste unbedingt ändern. Oh. Wir müssen mal an die Sandohr. Was war das? Stein? Okay, jetzt haben wir, glaube ich, genug zusammen. Die Frage ist immer noch, Tial, grüß dich. Wie wir jetzt an Metall kommen. Was sagt unser Inventar? Oh, wir haben nur noch 2 Plätze. Vielleicht sollten wir erstmal zurück und wenigstens den komischen Schwebeumhang machen. Dann können wir ja auch direkt hier runter, ne? Ja, lass uns das mal machen. Das macht Sinn. Miasma Holz haben wir doch jetzt genug. 14 Stück. Das reicht. Jetzt müssen wir nur den Weg wieder nach oben finden. Der ist da. Was war das? Ist hier noch irgendwas zu looten? Nee. Na, irgendwo abbauen? Na, ursprünglich war es, glaube ich, mal, man konnte das doch hier in so einer... Wenn man hier an so einem Stand irgendwas abgehauen hat. So eine Kiste, dachte ich hier. Nee, aber da kommt nichts raus. Nur Stein und Stofffetzen. Irgendwas, was metallene Ringe hat oder so. Das hier vielleicht. Nee, Mann, steh wieder auf. Das ist doch kacke, was du machst. Nee, das war's auch nicht. Ja, hör auf. Aber wieso kann ich denn, wenn ich die 3 drücke, nicht die Waffe weglegen? Das verstehe ich halt nicht. Na, ich brauche ja keinen Feuerstein, ich brauche ja Metall. Aber egal, den Umhang können wir uns jetzt wenigstens bauen. Okay. Der Kleider. Tierfell haben wir hier. Herstellen.
So, jetzt haben wir den Kleider schon mal. Den machen wir uns ins Menü rein. Charakter. Was ist das hier? Oh, wir haben ein Schild gefunden. Ach, das habt ihr ja geschrieben. Okay. Der Kleider kommt hier rein. Geil, Leute. Dann können wir mal ein bisschen Zeug aus dem Inventar legen. Miasma-Holz lassen wir hier. Ah ja, Runen haben wir jetzt auch schon 19 Stück. Achso, ne, der Wachs war drüben, wa? Hier. Knochen auch. Obwohl, wir können ja Knochen und Wachs, da haben wir hier noch ein bisschen Platz in der Kiste, können wir ja hier mit in die Nahrungskiste hauen, merken wir uns einfach. Knochen hier rein. Ja, und sowas kann man ja hier immer gebrauchen. Feuersteinpfeil und Schrottpfeil. Machen wir uns noch schnell das eine Fleisch. Knochen zum Abnagen. Na, oder für eine schöne Knochensuppe. Für schlechte Zeiten. Okay. Wir nehmen wieder erstmal was, um Gesundheit herzustellen. Und dann nehmen wir nochmal dieses eine Buff-Food. Und ich muss mal ganz kurz das Inventar ein bisschen anders gestalten. So, Axt auf die 2, Spitzhacke auf die 3. Bomben waren auf der... Ach nee, Pfeil und Bogen ist ja jetzt auf Q. Machen wir die Fackel auf die 4. Und die ganzen Heilsachen, die machen wir dann hier runter. Genau. Damit ich nicht aus Versehen immer auf die Taste komme. Dann nehmen wir das Buff-Food. Muss man hier eigentlich selber speichern oder speichert es automatisch? Wie war das jetzt mit dem Fliegen? Ah ja. Okay. Dann können wir direkt jetzt hier runtergleiten. Müssen nur auf die Ausdauer achten. Sehe ich denn auf der Karte, wo ich hin muss? Ach, wir müssen dahin. Bin ich ja völlig falsch geflogen. Ja, ich glaube, wir müssen über die Brücke. Kann das sein? Aber das geht ja nur, wenn wir diesen Enterhaken haben. Onkel Eifel. Mensch. Wie komme ich zu der Ehre? Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen, ihr vereifelten Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Hab schon gesehen, ihr habt auch heute Enshrouded gezockt. Schön, dass ihr da seid. Stimmt, über die Brücke kam ich nur mit Enterhaken. Aber guck mal, dieses leuchtende Ding sagt mir, ich muss jetzt hier irgendwo nach oben. Bisonde, hi, Grüße. Du wolltest mal einen hässlichen raiden. Ist dir gelungen? Ist dir gelungen? Sag mir lieber mal, wie ich hier an Metallschrott komme. Okay, wir müssen weiter in diese Richtung. Wir gehen einmal hier weiter, erstmal. Ohne Enderhaken ist halt irgendwie doof. Aber egal, wir latschen jetzt hier durch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ih, was ist denn das?
Ja, ach so, Miasmaflüssigkeit. Metallene Objekte zerstören, das habe ich mir gedacht, aber ich habe irgendwie noch keine gefunden. Okay, vielleicht hier in dem Lager. Wir sind ja auf dem richtigen Weg, da müssen wir hin, ne? Was bist denn du für ein Hübscher? Oh, oh, der macht aber richtig bösen Schaden. Junge, Junge, Junge. Aber hat auch gutes Fleisch. Okay, der hat uns jetzt erstmal die Hälfte von unserem Bonus weggemacht. Gab's denn nicht auch so eine Bomben, wo man so schnell weghüpfen musste? Gegner droppen das auch manchmal. Dann hoffe ich, dass wir hier in dem Lager erfolgreich sind. Okay, irgendein Buff ging gerade weg. Was war's? Wahrscheinlich der hier. Da ist wieder die wunderschöne Musik. Alter! Ja. Okay, die Gegner hier sind ja mal so gar nicht ohne. Alter Verwalter, okay. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, dass die jetzt hier so... Oh, Metallschrott. Juhu. Danke. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, dass die so stark sind. Ja, wir haben ja auch noch keine Rüstung und nicht, ne? Jetzt kloppt er gegen den Busch, ist der Bläde, Alter. Ja, jetzt hat er dich auch gesehen. Jetzt brauchst du nicht mehr mit dem Pfeil und Bogen arbeiten. Hä? Wieso blockt er nicht? Ich drück doch rechte Maustaste. Ja, beruhige dich. Alter! Der macht mich kaputt. Hau ab, du Bruder. Mach eh Angriff, ich drück doch. Junge, 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 okay. Wir haben Metallschrott, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ich hab Angst. Wie kriegt man jetzt erstmal, wartet mal, wir müssen hier umschalten, dann... Einfach zu viele Tasten. Zu viele Tasten, Leute. Okay, die Gegner sind ja mal krass. War das in der Demo echt auch schon so? Sehr heftig. Ist hier vielleicht neue Fähigkeiten? Noch nicht. Sucht mit allem. Doch, habe ich doch gemerkt. Alles gut. Aber ob ich hier weiter erstmal durchroppen soll? Aber bevor wir den Schmied nicht haben, können wir auch keine bessere Rüstung machen, ne? Vielleicht rennen wir einfach durch. Los, das machen wir. Und erkunden das später. Wenn wir den Schmied haben, beruhige dich. Alter, nicht wie fort hier. Wollen wir mal kurz Ausdauer tanken. Ah, die sehen aber auch finster aus. Alter, hau ab. Nicht so aggressiv, großer. Ey, wisst ihr, wie die ein bisschen reden, wie die Orks aus Warcraft 2 und so? Wie lange folgen die denn ein? Ach, ich hatte vorher schon zwei Metall bekommen, okay. Das habe ich nicht gemerkt. Sag mal, wie lange willst du mir hart auf den Sack gehen, Junge? Komm, wir machen ein Wettrennen. Ey, der wird gerade gefressen von irgendwas. Ha! Aber ist nicht gut für uns, ne?
sag's deiner Mutter? Hat er das gerade? Kein Schwert ausgerüstet. Hat er gerade gesagt, sag's deiner Mutter? Fuck you! Okay, wir müssen das anders angehen. Ich muss ja erstmal irgendwie weg. Eieieiei. Oh je. Das wird doch hier alles nicht. Das sind doch überall Gegner. Müssen uns beruhigen. Der lässt aber nicht locker. Okay, wo ist der scheiß Schmied? Wir müssen doch irgendwie hier durch, ne? Einfach nur. Uschi, grüß dich. Ja, irgendwie wollen sie mich jetzt hier alle vermöbeln. Die sind aber auch knochenhart, die Gegner. Das war in der Demo noch nicht so. Also kann ich mich nicht erinnern. Dass sie da schon so krass unterwegs waren. Aber wir haben auch gerade keinen Ausgeruht-Bonus und nichts, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Krypta des Schmieds. Das ist halt hier drinnen, ne? Aber ob wir dafür jetzt schon bereit sind? Ich habe irgendwas gedrückt, Leute, dass das Ding jetzt ausgewählt ist. Brütlingsbeine. Nice. Ich sehe nichts. Ich sehe doch nichts. Standort oben. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Ah, jetzt müssen wir doch über die Brücke, ne? Ah ja, guckt mal, da ist die Brücke. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal nur zurück, den Enterhaken machen und dann kommen wir zu dem Schmied, Freunde. Björn, schön, dass du da warst. Nachti, Nachti. Hau ab. Aber es muss doch irgendeine Taste geben, um die Waffen wegzustecken. Das nervt mich richtig. Dass es das nicht geben soll. Können wir eigentlich straight nach oben? Nee, das geht nicht. Wir müssen diesen komischen Weg wiederfinden. Oh, hier ist auch irgendwas. Aber wollen wir wirklich hier runter? Das ist doch ein großer Fehler, oder? Nee, 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 mach mal keinen Scheiß jetzt. Mach den Enderhaken und ab über die Brücke. Du Dusel, geh nach oben. Ach geil, was war das für ein hübscher Move? Ich habe einen Weg gefunden. Wieso ruckelt denn das hier so? Ja, aber dann brauchst du ja immer... Dann brauchst du ja immer irgendwie ein leeres Feld. Das geht tatsächlich. Dann steckt er die Waffe weg. Aber das Schild zum Beispiel auch nicht. Das hat er jetzt auch immer automatisch. Ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Ich dachte, es gibt sowas wie, na, was weiß ich, in Walheim hast du doch, was war's da? Ja, oder sowas, ne? Was
dass man irgendeine Taste drückt, wo man schnell die Waffen wegsteckt. Und dann kann man nämlich auch schneller rennen und so. Aber es ist hier vielleicht nicht so. Schade, schade. Enderhaken. Greifhaken, Miasmasporen, die müssten hier drinnen sind. Jawohl. Greifhaken herstellen. Quatsch, Charakter. Haben wir. Neue Fähigkeiten, leider noch nichts. Ich koche mal noch ganz schnell das eine Fleisch. Das Lagerfeuer war kaputt. Dann stellen wir uns schnell eins her. Quatsch, hätten wir gar nicht machen müssen da vorne. Na, egal. Quatsch, nicht anpinnt. Warum denn? Ich habe mich ans Lagerfeuer gesetzt und die 7 gedrückt, um das zu kochen. Nee, er frisst die Scheiße roh. Ich hätte einmal nur einen Ticken warten müssen. Ist doch nicht euer Ernst. Wir holen jetzt erstmal den Ausgut. Buff. Ah, sinnlos. So, jetzt machen wir uns ein schönes Gläschen Wein. Der muss mal duschen. So, Ausgrutbonus von 10 Minuten. Da sollten wir doch über die Brücke zum Schmied kommen, oder? In 10 Minuten, das schaffen wir. Wenn, wo hat denn der jetzt? Achso, der hat es ja gegessen, der Blödmann. Was macht denn der Pilz, wenn ich den koche? Könnte ich den überhaupt kochen? Doch, das geht. Da macht der Teer draus. Nee. Okay. Wir schauen ganz kurz, was macht der? Plus 2 Intelligenz für 20 Minuten. Und wir testen das mal. Intelligenz ist ja nie was Schlechtes. Noch Wasser trinken. Okay. Dann ab nach unten. Ah ne, Quatsch, über die Brücke. Das macht so Bock, das Spiel, oder? Ich find's mega geil. So, wie benutze ich den Enderhaken? E drücken. Nicht genügend Ausdauer. Na, dann warten wir, bis Ausdauer da ist. Gebt mir Loot, ich möchte Loot, ich finde Loot so gut. Aber hier ist kein Loot. Oh ja, Pfeile nehmen wir mit. Da war nochmal Metallschrott. Will ich das? Ah, hier ist eine Kiste. Na klar will ich das. Wie lässt man hier los? Rechte Maustaste. Ah, toll, wegen einer Bandage. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt darüber? Rüber hoch. Ist kein Bock? Hä? Er macht's nicht. Was muss ich denn drücken? Muss ich irgendwas drücken vielleicht?
Sicherheit. Oh, hüpf doch darüber, wenn ich... Was ist denn? Sehr komisch gemacht. Er will halt unbedingt da runter. Ich kann ja nicht einfach hüpfen. Oh. Das war aber knapp. Sind das dort Sprengfallen? Nee, sind Bärenfallen. Das ist ja gemein. Das ist ja voll gemein. Kann ich die da reinlocken? Komm mal her, Großer. Autsch. Ja, er kommt. Na komm. Ich will, dass du in die Bärenfalle läufst. Ja, das ist gut gemacht. Kommt halt nicht. Blöd, Mann. Na los, Freunde, wir holen jetzt schnell den Schmied. Ist er nicht mehr weit. Justus, grüße dich. Hi. Wir holen jetzt schnell den Schmied. Dann haben wir für die nächste YouTube-Folge dann gleich... Material. Wieso kommt da gleich zwei von euch? Oh, meine Waffe. Wieso habe ich keine Waffe in der Hand? Was macht der schon wieder? Ich muss... Ich muss das umändern. Mit dem Ausweichen. Wie kriege ich denn diese scheiß Westen tot? Ah, mit der Fackelfly. Okay, die sind schon mal da. Ah, nein, wieder ist falsch. Nee, ich muss das umändern, Leute. Mit dieser Alt- und Steuerung-Taste. Warum blockst du nicht, Alter? Ich drück doch blocken, ey! Was ist denn das für ein Schummel von Rotzi? Scheiße! Ja toll, jetzt kommt auch noch ein Wolf dazu. Ich krieg hier gleich einen Anfall von Dopsucht. Oh, Alter, geht mir der Stift. Mann. Axel, grüße dich, hi. Ich drück dort rechte Maustaste und er blockt halt nicht. Ich frage mich, warum. Das ist jetzt schon das zweite Mal passiert. Das ist echt Mist, wenn du dich drauf verlässt, ne? Okay. Können wir uns erstmal wieder kurz beruhigen? Hier hinten ist noch was zu lesen. Büsche können dich verbergen. Ah. Nee, ich muss aber die Steuerung und die Alt-Taste, die zwei Tasten irgendwie austauschen. Ey, ausweichen auf Steuerungstaste ist immer blöd. Reicht mein kleiner Finger gar nicht bis darüber. Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz, dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Ingni. Hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen,
dass das Seelenkessel hält. Als ob mein Leben davon abhinge und das tut es wohl auch. Hab ich ein bisschen blöd gelesen, die letzten zwei Sätze, es tut mir leid. Aber der Kampf hat mich gerade so fertig gemacht. Nee. Ausweichen ist auf Steuerung. Und das kann ich so gar nicht leiden, bis darüber zu fassen. Also im Remnant from the Ashes ist das Ausweichen Leertaste. Das ist ja hier springen. Eureka! Bei den Erbauern! Ich habe es geschafft! Equilibrium! Das Subjekt verwest nicht. Unberührt vom unerbitterlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Dieser Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Der Seelenkessel. Stimmt, da war ja was. So, da drüben ist bestimmt auch nochmal Loot. Ich hau mir mal kurz zum Bräuler hier rein. Loot, Loot, Loot. Ne, da komme ich nicht hoch. Ist irgendwo Greifhaken, Dingsi, Bumsi? Nö. Naja, gut, dann gehen wir mal hier rein. Da müsste ja der Schmied sein. Ja, an Alt komme ich besser ran. Das mache ich mit dem Daumen. Aber mit dem kleinen Finger auf die Steuerungstaste, das ist mir nichts. Das habe ich in Conan Exiles auch schon so geändert. Das ist ja furchtbar. Dreh ich dich nicht so ab. Ich drück schon wieder blocken und er blockt halt nicht. Ich versteh's nicht. Und es war aber auch Ausdauer da, oder? Es war doch Ausdauer da. Wieso blockt er dann nicht? Das Ding ist geil hier. Macht, ach nee, doch nicht. Macht auch nur 11 Schaden. Ich dachte, das ist besser als meins. Wieder was zu lesen. Wage dich hinaus. Es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Balthasar. So, der war doch hier, ne? Überlebenden aufwecken. Oswald Anders, der Schmied. Wir haben den Beschwörungsstab. Super, Leute. Und wir haben auch einen Kohleofen. Oh, guck mal. Ha! Ah, wir brauchen Dietrich. Ich habe vergessen, wo wir den ersten Dietrich brauchten. Oder vielleicht nicht ganz. Fellbrustpanzer, Metallplatten und so weiter. Ey, geil. Haben wir schon mal richtig geilen Shit freigeschaltet. Wenn du dich ausruhen musst, kannst du deine Karte mit M öffnen und mit Hilfe der Schnellreise nach Hause zurückzukehren. Hahaha. Das machen wir doch glatt. Schnellreise. Geil. Hefti, grüße dich. Mensch, lange nicht gesehen und hi Kali. Okay, Freunde. Dann beende ich hier mal an der Stelle die YouTube-Folge. In der nächsten YouTube-Folge werden wir natürlich den Schmied ein kleines Zuhause hier bauen. Hier oder woanders. Wir schauen mal. Und dann werden wir uns schon mal die ersten Klamotten und besseren Waffen, lauter so ein Zeug craften. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.